Mein Tipp an Sie. Go social. Fangen Sie mit Ihrer Institution an, oder Ihren Institutionen, ins Social Media zu gehen. Starten Sie Ihren eigenen Facebook-Seite, starten Sie Ihren Instagram-Account, starten Sie Twitter, YouTube, was immer für Sie passt. Und ich weiß schon, jetzt kommt, ja nein, Shitstorm und das ist so viel Arbeit und was sollen wir erzählen? Ich meine, wir haben doch gar nichts zu erzählen. Erstens, der Shitstorm ist sowieso da. Ob Sie jetzt dort sind oder nicht. Wenn Sie Scheiße bauen, bringen Sie die Leute genau dort auf. Wenn Sie nicht drauf sind auf die Plattformen, kriegen Sie es nicht mit. Dann kriegen Sie es über die Zeitung mit und dann brennt der Hut aber erst richtig. Also wenn Sie dabei sind, können Sie sowas aufgreifen und zu Ihrem Positiven tragen. Sie müssen nur wissen, wie. Und vor allem, Sie müssen einmal dabei sein. Und was soll ich erzählen? Ganz einfach. Ich stelle Ihnen jetzt Fragen und Sie überlegen Sie die einfach. Und wenn Sie eine der Fragen mit Ja beantworten, dann haben wir das schon geklärt, ob Sie online gehen sollen oder nicht. Sammeln Sie regelmäßig Spenden. Gibt es Weihnachten-Ausschreibungen? Verschicken Sie diese hübschen, selbstgemachten Postkarten und hoffen, dass die Leute mehr bestellen. Oder mit einem Scheck dazu. Machen Sie das einmal im Jahr? Wenn ja, haben wir das auch geklärt. Setzen Sie in Ihren Institutionen Freiwillige ein. Bin ja nicht unbedingt ein Fan davon, aber ich weiß auch, es geht halt zum Teil nicht anders. Wenn man als, in einer Institution, als Mensch, der dort wohnt, einmal raus will und was machen will, muss man halt heutzutage leider schon auch auf Freiwillige zurückgreifen. Ich weiß, ist nicht cool, aber ist Realität. Sie sind Arbeitgeber für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wollen Sie sie gut darstellen, wenn Sie ein begehrter Arbeitgeber sein, wenn Sie gute Mitarbeiter haben, motivierte Mitarbeiter? Wenn ja, haben wir es schon geklärt. Und haben Sie Werkstätten, wo Sachen produziert werden? Diese hübschen Körbe, die Bilder, die Töpfe und all die Sachen. Haben Sie das in Ihren Werkstätten? Haben Sie Geschäfte, wo Sie das verkaufen? Verkaufen Sie das Zeug? Bei Weihnachtsmärkten? Wann ja, haben wir die Sache geklärt. Das alles und vieles mehr. Das waren nur 2 Minuten kleine Hirnwichserei von mir. Ich kenne Ihre Institutionen nicht. Wenn Sie ein paar Leute zusammensitzen und motiviert sind, kommen dann noch 100 andere Sachen, die Grund genug sind für Sie zu starten. Weil, kleine spendenmäßig, wenn ich jetzt auf Social Media stark bin, mache ich da eine kleine Kampagne, und dann finanziere ich einen Gruppenurlaub über Crowdfunding. Klingt jetzt einfach, ist es nicht, aber es funktioniert. Glauben Sie mir's. Es ist mehr Arbeit und Sie müssen auch wirklich Mitarbeiter dazu abstellen und engagieren. Und, was ich Ihnen auch empfehlen würde, ist, wenn Sie Werkstätten haben, machen Sie weitere auf. Eine Medienwerkstatt. Lassen Sie Ihre Bewohner, Ihr Klientel mit Kameras arbeiten. Lassen Sie sie schneiden lernen. Machen Sie Videos mit denen. Und dann machen Sie vielleicht eine Serie, die einen Teleshopping-Kanal ist, wo Sie die eigenen Produkte verkaufen, auf witzige Weise. Das funktioniert. Das gibt's noch nicht und ist interessant. Und ich sage Ihnen das nicht, weil ich dann möchte, dass Sie mich anrufen und ich für Sie das aufsetze. Ich mache das, weil ich will, dass Sie erfrieren, wenn der Winter kommt. Wenn Sie mir folgen wollen, das sind meine Kanäle. Das gepunktete rote Ding ist Snapchat. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie Ihre Kinder. Das war's von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich bedanken. Wir sehen uns am Nachmittag noch, wenn Sie Fragen haben und noch ein schönes Martin-Stift-Symposium. Danke sehr.